Jo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Garagengedöns und damit herzlich willkommen zum großen Finale des Simson SR50 Schneemobilprojekts. Ich bin heute beim Alpenknatter dabei und fahre mit ganz vielen anderen Oldtimer-Schneemobilen hier oben auf dem Berg. Es wird richtig geil. Ach, herrlich. Finale. Ich freue mich so. Los geht's. Nach so einer langen Fahrt erstmal ein Abendessen gönnen und damit ich morgen viel Kraft habe, möglichst viel Bier trinken und wenig schlafen. Mama. Oh Gott, gefühlte 2 Stunden Schlaf, aber keine Zeit für Müdigkeit, denn wir haben eine Mission und dafür geht's jetzt ganz hoch hinaus. Einfach die Simson hochkant in die Gondel gestellt und hochgefahren. Alter, was geht ab? Richtig geil. Und jetzt ein Kick und an. Und das trotz Höhenluft. Richtig geil. Jetzt geht's erstmal rüber zu den anderen Schneemobilfahrern und Schneemobilen. Die warten nämlich schon, denn hier startet gleich das Gleichmäßigkeitsrennen. Heißt, viele Runden fahren und möglichst die gleiche Zeit reißen, um das Ding zu gewinnen. Ja, und da ich ja Profi bin, laufe ich natürlich erstmal die Strecke ab und ich muss sagen, oh, das wird richtig schwierig, denn an manchen Stellen sinkt man einfach sofort ein. Aber ich werde auf jeden Fall alles geben, denn genau dafür haben wir hunderte Stunden geschraubt und deswegen nochmal ganz kurz die Simson loben und ab geht's! Alter, richtig geil, wie die läuft. Ich freue mich so, aber leider sind gegen später die Schneeverhältnisse immer schwieriger geworden, sodass meine Kette sich immer mehr in den Schnee eingegraben hat. Ja, und als es quasi gar nicht mehr ging, bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, das Ding im Stehen zu fahren und mein Gewicht komplett nach vorne zu verlagern. Wir alle wünschen Ihnen einen sehr angenehmen Flug mit uns. Einfach die Simson im Schnee versenkt. Aber Brille auf, Motor an, weiter geht's. Der Sturz hat mir natürlich den kompletten Lauf versaut, aber ich habe trotzdem noch einen Ehrenpreis gewonnen. Was ein geiler Tag. Einwandfrillo, wie der Fachmann sagt, und wir sind damit wieder mal am Ende einer Garagengedöns-Folge angekommen. In diesem Sinne, bis dahin, ciao!